Sag mal, Brendel, hast du einen Fragebogen für die junge Freiheit ausgefüllt? Das kannst du nicht beweisen. Doch, kann ich, guck. Ja, und? Ist doch gut, dann werden wir bekannter. Brendel, die junge Freiheit ist doch total rechts. Sagt wer? Die ultralinken Medien? Das ist doch albern. Ich rede mit jedem. Also außer mit Trampolinspringerinnen und ehemaligen Sumo-Ringerinnen. Wie kommst du denn jetzt ausgerechnet auf Trampolinspringer und Sumo-Ringer? Keine Ahnung. Egal, aber ist die junge Freiheit nicht sehr umstritten? Umstritten? Baumarktmachete. Wie kann etwas, das jung und Freiheit heißt, umstritten sein? Die Leute waren nett, zuverlässig, professionell und haben mir nichts in den Mund gelegt. Da habe ich mit Journalisten schon weitaus schlechtere Erfahrungen gemacht. Dann sind all diese blöden Antworten tatsächlich von dir? Nein, von mir sind nur sehr kluge Antworten. Aha, dann gehen wir es mal durch. Frage an dich, wo möchten Sie jetzt am allerliebsten sein? Was hast du geantwortet? Kann ich nicht da bleiben, wo ich bin? Ist relativ früh für mich. Erstmal einen Kaffee mit Haferschleim und tolerantem Gluten. Ach, ich liebe Berlin. Was soll das, Brendel? Was denn? Warum antwortest du so einen Blödsinn? Weil es so war. Es war noch sehr früh und in Berlin ist man halt weltmännisch. Gott, Brendel, okay, nächste Frage. Wofür lassen Sie alles stehen und liegen? Wenn jemand gendert, lasse ich alles stehen und liegen und haue ab. Okay, das kann ich gelten lassen. Nächste Frage. Was bedeutet Heimat für Sie? Heimat ist da, wo ich glücklich bin, mir keiner auf den Sack geht oder meine Freiheit eingeschränkt wird. Völlig ortsungebunden. Ich dachte, deine Heimat ist Deutschland. Ja, nur solange mir keine Ampel auf den Sack geht. Momentan sieht es also schlecht aus. Nächste Frage. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Gewisse Körperteile. Eier innen, Rückgrat innen. Was soll das alberne Gendern, Brendel? Lustig, oder? Nein. Bisschen lustig? Nein, gar nicht. Nächste Frage. Was haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben? Liebe, Selbstvertrauen, eine enorm glückliche Kindheit und eine Nichtberücksichtigung in Ihrem Testament. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Aber dafür habe ich als Urne einen Müllbeutel benutzt. Echt jetzt? Nein. Welches Buch hat Sie nachhaltig beeinflusst? Der betörende Glanz der Dummheit von Esther Villard. Aha, und warum das? Darin steht unter anderem die Theorie, dass Intelligenz nur aus Empathie und Kreativität besteht. Der Rest ist Bildung bzw. Wissen. Und in einen hohlen Kopf passt viel Wissen. Okay, Annalena ist für dich also nicht intelligent? Nicht im geringsten. Aber dafür hat sie auch keinerlei Wissen. Frage, welche Musik mögen Sie? Am liebsten sehr leise, gerne auch unhörbare. Du magst keine Musik? Doch schon, weil ich muss mich nicht ständig zududeln. Mhm. Und hast du ein Lieblingslied? Na klar. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Verstehe, du stehst also mehr auf aktuelle Musik. Es muss brandneu sein, sonst kickt es mich nicht. Guck, das mag ich auch. Ossa, 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 Ossa. Esta fiesta mexicana, hoy que Victor macht sich für alle ein Fest. Fiesta, fiesta mexicana, es gibt die Tequila, der Blick nicht sein lässt. Alle Freunde, süße Tier, feiern auf einmal mit dir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil wir dann den Alltag die Sorgen schnell vergessen. Gut, lieber zur nächsten Frage. Welches Ereignis ist für die Welt das anscheinendste, das einschneidendste gewesen? Das anscheinend einschneidendste. Na, das natürlich. 6 Minuten noch. Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben. Ernsthaft? Hallo? So wurden wir das erste Mal Fußball-Weltmeister. Also mir würden da noch ein paar andere wichtige Ereignisse einfallen. Ja klar,
Der Titel 1974 war auch wichtig. Aber das erste Mal ist halt immer am schönsten. Was möchten Sie verändern? Mein Gewicht. Nachvollziehbar. Woran glauben Sie? Dass am Ende immer alles gut wird. Oder eben nicht. Welch weise Worte. Schöne Alliteration, wuschiger Wanderdrache. Ich bin nicht wuschig. Welche Werte sollen wir an unsere Kinder weitergeben? Werte, die ich zu Lebzeiten verbrassen kann, werden nicht weitergegeben. Ansonsten sollen sie sich nicht alles gefallen lassen. Wenn doch, selber schuld. Okay, und die letzte Frage, das prägende und rühmliche Ende deines Auftritts. Welche Bedeutung hat der Tod für Sie? Ende aus, Lisa Paus. Achtung, Fuzzis, der Fuzzi liebt Fragen. Also fragt, ich antworte. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe GEZ-Gebührenverweigerer und Friedenstauben, liebe wunderbaren Selbstdenker und Habeck-Auslacher. Tut mir leid, dass ihr warten musstet, liebe Fuzzis, aber Jacqueline hatte noch einige Fragen. Deswegen lasst uns gleich ins Geschehen werfen. Werfen, springen, tauchen, egal. Kommen wir in unserer Reihe, die Besten der Besten, mal wieder zu Herrn Georg Restle. Herr Restle ist der Dauergast in dieser Kategorie und aus den Superlativen einfach nicht mehr wegzudenken. Herr Restle ist seit 200 Jahren bei der ARD und tritt für einen werteorientierten Journalismus ein. Eine neutrale Haltung hält er nicht für möglich und auch nicht für wünschenswert. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man für ein staatsfernes Medium arbeitet, das neutral und sachlich sein muss, da es Geld von der Allgemeinheit bezieht. Und die Allgemeinheit möchte nicht mit der einseitigen Meinung von Herrn Restle vollgesülzt werden. Vollgesülzt. Sondern wünscht sich neutralen, sauberen Journalismus. An welchen Werten sich Herr Restle orientiert, ist auch nicht ganz klar. Ehrlichkeit, Professionalität und Wahrheitsliebe gehören auf jeden Fall nicht dazu. Aktuell hat uns dieser linksextreme, hünenhafte Aktivist gefangen im Körper eines zwergenhaften Journalisten mal wieder etwas sehr Interessantes mitgeteilt. Keine Frage. Kriminalität ist ein Reizthema in Deutschland. Die Angst, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, ist weit verbreitet. Oft verbunden mit Orten, an denen es übrigens nur äußerst selten zu Gewalttaten kommt. Dunkle Parks, Tiefgaragen oder Unterführungen. Warum ich das sage? Weil die Angst vor Gewalt mit der Realität oft wenig zu tun hat. Der gefährlichste Ort? Die eigene Wohnung. Der häufigste Täter? Der Partner, ein Familienangehöriger, ein Bekannter. Nur damit lassen sich eben keine Gruselkampagnen basteln. Und die gibt es reichlich, wenn die Kriminalitätsstatistik mal wieder für einfache Parolen herhalten muss. Messerstechende Ausländer, die auf deutsche Frauen losgehen, damit lässt sich Stimmung machen, besonders am rechten Rand. Mit der realen allgemeinen Bedrohungslage hat das allerdings nur wenig zu tun. Deshalb ein paar Sätze zur gestiegenen Gewaltkriminalität unter Nichtdeutschen. Erstens. Der Anstieg hat zu einem großen Teil damit zu tun, dass die Zahl der Nichtdeutschen insgesamt deutlich zugenommen hat. Ins Verhältnis gesetzt sind die Zahlen alles andere als dramatisch. Zweitens. Die Zahl der Tatverdächtigen steigt auch deshalb, weil die Polizei unter Nichtdeutschen besonders häufig ermittelt und weil sie häufiger angezeigt werden. Drittens. Die Opfer dieser Gewaltverbrechen sind in vielen Fällen selbst Zugewanderte, Täter wie Opfer, nicht selten junge Männer, die durch Krieg, Verfolgung oder Flucht hochgradig traumatisiert sind und auf engstem Raum untergebracht werden. Daran zeigt sich, ob jemand kriminell oder gewalttätig wird, hat nichts damit zu tun, ob jemand deutsch oder nicht deutsch ist, dafür jede Menge damit, unter welchen Bedingungen wir hier zusammenleben. Für billige Wahlkampfmunition gegen Migranten taugt diese Kriminalstatistik jedenfalls nicht. Nun ist das zwar nur die Meinung des Hardcore-Propagandisten mit der hölzernen Ausstrahlung, deswegen steht auch Meinung oben links im Bild, nur ist eine Meinung ohne jeglichen Bezug zur Realität und ohne jeden Beleg halt das, was Ice-Ice Nancy normalerweise Hatz und Hesse, Geschwurbel und Verschwörungstheorie nennt. Aber Klein Restle ist inzwischen schon dermaßen radikalisiert, dass er nicht mal mehr unserer Ministerin für innere Liebe und Wertschätzung zuhört. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Deshalb geht es heute um das notwendige, aus meiner Sicht harte Durchgreifen des Rechtsstaates, ebenso wie um stärkere Prävention. Politisch heikel und deshalb nicht unumstritten der Anstieg bei der Ausländerkriminalität.
Bei Gewaltdelikten hat die Polizei im letzten Jahr 14,5% mehr nichtdeutsche Tatverdächtige registriert als im Vorjahr. Auch dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung und keinerlei Entschuldigung für die Gewalt. Nun schwurbelt der Informationskrieger der ARD aber nicht nur meilenweit an unserer Regierung vorbei. Auch Menschen, die sich im Gegensatz zum Aktivisten aus dem öffentlich verächtlichen Fantasieland mit der Thematik auskennen, nämlich Polizisten, sind schockiert. So sagt zum Beispiel der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Herr Rainer Wendt. Manche Politikredaktion der ARD ist mit der Realität einfach völlig überfordert, spottet Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, in Bild. Er kann sich die Haltung von Monitor nur noch mit kompletter Ideologisierung und Belehrungseifer erklären. Zum Glück sei der Einfluss dieser Form der Realitätsglitterung bei der Bevölkerung im freien Fall. Also nehmt es nicht vom Fuzzi, sondern von einem seriösen Polizeigewerkschaftler. Herr Ressle redet ideologischen Quatsch aus Gründen, die nur er in seiner eigenartigen Wertewelt, die aus Lügen, Geschwurbel und Wahrheitsbeugung zu bestehen scheint, verstehen kann. Aber auch Manuel Ostermann, Vizechef der Bundespolizeigewerkschaft, sagt: Es liegt auf der Hand, dass wir insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität ein massives Problem mit ausländischen Straftatverdächtigen haben. Am ARD-Format übt er deutliche Kritik. Es sind die üblichen politischen Taschenspielertricks, wenn man jetzt versucht, die Fakten erneut zu verniedlichen. So, Fuzzis, zum tausendsten Male haben wir also mal wieder den Beleg, dass die öffentlich verächtlichen Sender uns verhöhnen, manipulieren und mit falschen Informationen versorgen. Deswegen werde ich nicht müde, hier den Beitragsblocker zu erwähnen und euch ans Herz zu legen. Das toxische, öffentlich verächtliche System ist zur größten Gefahr für die echte Demokratie geworden. Nicht für die Ampeldemokratie, was immer das auch in letzter Konsequenz sein mag. Für die seltsame Ampeldemokratie sind ARD und ZDF die allergrößten Stützen. Nein, wenn ich von Demokratie spreche, meine ich eine offene Gesellschaft mit Meinungs- und Versammlungsfreiheit, ohne Ausgrenzung und Denkverbote. Eine Demokratie, welche vernünftige Lösungen findet, den Staat gut organisiert und sich zuerst um das eigene Land kümmert, bevor es Vogelhäuser in Togo finanziert. Radwege in Peru. Wie bitte? Mach einfach weiter. Faden verloren. Du wolltest über den Beitragsblogger sprechen. Ah ja, stimmt. Also, wenn wir doch wissen, dass das öffentlich verächtliche System gescheitert ist und absolut nichts Gutes im Sinn führt, warum bezahlen wir dann noch immer dafür? Weil wir Angst haben. Angst davor, wegen dieser relativ kleinen Summe für den Einzelnen irgendeinen Ärger zu riskieren. Aber in Summe, in Gesamtheit, sprechen wir über Milliarden, mit denen wir ein System bezahlen, das unseren eigenen Untergang unterstützt. Ich habe diese Angst auch. Deswegen habe ich mich ja dem Beitragsblogger angeschlossen, um nicht alleine dazustehen und kompetente juristische Unterstützung zu haben. Aber ich möchte noch mehr für meine Fuzzis tun, als nur davon zu erzählen. Ab jetzt werde ich euch transparent bei jedem Schritt mitnehmen und euch an meinem Beispiel erklären, was passiert, wenn man für ARD und ZDF nicht mehr bezahlt. Wir sind Journalisten und keine Lügner. Und keine Lügner. Ich habe nun meinen Festsetzungsbescheid bekommen und der Bayerische Rundfunk hat mir ganz liebevoll geschrieben, dass inzwischen ein offener Gesamtbetrag von 104 Euro besteht. Der Betrag ist entstanden, weil ich seit 2021 nur den alten Beitrag gezahlt und einfach die Erhöhung verweigert habe. Und seit diesem Jahr benutze ich ja den Beitragsblogger und zahle gar nichts mehr. Dieser Festsetzungsbescheid ist ein vollstreckbarer Titel. Er wird im Wege der Zwangsvollstreckung, zum Beispiel durch Sachpfändung, Pfändung des Arbeitseinkommens oder des Kontoguthabens durchgesetzt, wenn der festgesetzte Betrag nicht bezahlt wird. Gott, Brennel, die wollen an deinen Flaschenpfand ran, da haben wir gar nichts mehr. Keine Sorge, Wanderdrache, ich habe sofort zurückgeschlagen. Und zwar mit dem neunseitigen Antwortschreiben von beitragsblogger.de. Das musste ich nur ausdrucken und unterschreiben und dann habe ich den Beitragsservice zugeschickt. Natürlich per Einschreiben, weil ich den Brüdern nicht traue. Damit bin ich bei Schritt 2 des Beitragsbloggers. Und jetzt warten wir mal ab, was als nächstes passiert. Auf jeden Fall werde ich es mit euch teilen. Denn auch wenn ich viel Werbung für den Beitragsblogger mache, möchte ich euch nichts empfehlen, was ich nicht auch selbst nutze. Wie gesagt, Fuzzis, mir geht es nichts ums Geld.
sondern darum, nicht nur zu meckern, sondern auch meinen Protest gegen den öffentlich verächtlichen Vernichtungsfunk deutlich zu machen. Ich bin ein Schisser und nicht zum Querulanten oder Rebell geboren. Deswegen werde ich sicher nicht ins Gefängnis gehen oder mich fänden lassen wegen diesem blöden Beitrag. Aber ich werde mich so lange wehren, wie nur irgend möglich. Und wenn das nur 10% aller Beitragszahler tun würden, wäre dieses System sofort am Ende. Denn Geld, das nicht da ist, ist nicht da. Und ihr könnt mir gerne irgendwelche Anwälte schicken, die sich negativ über den Beitragsblogger äußern oder sagen, dass das nichts bringt. Aber dann bitte nur solche Anwälte, die auch eine bessere Lösung anbieten, gegen dieses System zu protestieren. Denn das ist alles, um was es geht beim Beitragsblogger. Um Protest. Wenn es euch nur darum geht, schnell und garantiert den Beitrag nur für euch einzusparen, ist der Beitragsblogger vielleicht nicht die richtige Lösung. Aber wenn ihr zusammen mit Tausenden gegen dieses System protestieren und eventuell eine generelle Veränderung erreichen wollt, dann ist der Beitragsblogger in meinen Augen genau das Richtige. Labarababa, ich zahle schon seit Jahren keinen Beitrag mehr, weil ich ständig umziehe. Das ist natürlich auch eine Lösung. Ich mache lieber Beitragsblogger. Aber zurück zu Herrn Restle, den werteorientierten Hardcore-Propagandisten aus der ARD, der aus seiner komplett fehlenden Neutralität nicht mal einen Hehl macht. Und wisst ihr warum? Weil das kann. Denn scheinbar denken die Entscheider bei der ARD genauso wie er. Auf der Instagram-Seite seines unterirdischen Magazins Monitor hat er noch einmal nachgelegt und lässt auch dort nichts aus, um die Polizeistatistik zu diskreditieren. Kein Argument ist ihm zu dämlich, um ein reales Problem zu verschleiern. Keine Nebelskerze zu billig, um uns einfach zu manipulieren. Ein besonders schönen Unsinn, der durch nichts belegt und nur der Fantasie von Herrn Restle und seinen Schergen entsprungen ist, habe ich mir mal rausgepickt. Ausländer haben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung häufig weniger Geld und wenig Teilhabe. Deswegen werden sie gewaltkriminell. Wie gesagt, das ist einfach mal eine Behauptung von Monitor, die sie aber, gute öffentlich verächtliche Journalisten, wie sie nun mal sind, durch nichts belegen. Ja, das mag vielleicht so sein. Auf den ersten Blick kann das sogar stimmen. Aber viele Ausländer sind doch integriert und verdienen gutes Geld. Und für Bürgergeldempfänger sind hier vielleicht finanziell sogar mehr Sachen drin als in ihrem Heimatland. Abgesehen davon, dass zum Beispiel hier in Berlin Ausländer meistens extrem viel soziale Teilhabe haben, weil sie oft in Vierteln leben, wo sie fast komplett unter sich sind. Und so weiter. Aber da Herr Restle ja ein werteorientierter Propagandajournalist ist und ich nur ein kleiner Fuzzi, glaube ich ihm natürlich und habe mit eurer Hilfe, liebe Fuzzis, an einer Lösung getüftelt. So habe ich euch gefragt. Das linksextreme ARD-Magazin Monitor hat mich darüber informiert, dass die aktuelle Kriminalitätsstatistik wahrscheinlich sowieso falsch ist und dass Ausländer unter anderem hauptsächlich deswegen kriminell werden, weil sie weniger Geld und weniger gesellschaftliche Teilhabe haben. Aber ich wäre nicht euer Fuzzi, wenn ich nicht einen Lösungsvorschlag hätte. Bei der Wahl 2021 haben per Zweitstimme genau 6.814.408 Wähler die Grünen gewählt. Bündnis nutzlos, die Grünzis. Und die Grünen sind ja bekanntlich am allermeisten für möglichst viel Zuwanderung. Da wäre es doch nur absolut konsequent, wenn jeder Grüne ein klein wenig extra Engagement leistet und sich für seine Werte einsetzt. Was haltet ihr davon? So, fast 12.000 Fuzzis haben mir geholfen, die beste Maßnahme zu bestimmen, um unsere Probleme, die Herr Restle nicht sehen möchte, zu lösen. Die Maßnahmen waren: Jeder Grüne spendet einmalig 10.000 Euro für einen Zuwanderer. Dafür haben nur 1% von euch gestimmt. Maßnahme Nummer 2. Jeder Grüne gibt einem Zugewanderten privat 500 Euro jeden Monat. Das wiederum fanden 3% von euch sinnvoll. Maßnahme Nummer 3. Alle Grünen ziehen in ein Flüchtlingsheim und schaffen so auch Wohnraum. Das hat 7% aller Fuzzis begeistert. So, und jetzt kommen die beiden Spitzenreiter, um die Probleme zu lösen, die in der Welt von Herrn Restle nicht existieren. Jeder Grüne nimmt 1 bis 2 Zuwanderer in seiner Familie auf. Also für immer. Das hat 26% aller Fuzzis vom Hocker gerissen. Aber einsamer Spitzenreiter ist folgende Idee. Alle Grünen ziehen in Flüchtlingsländer und helfen dort vor Ort. Das wollen sage und schreibe 60% aller Fuzzis.
Scheinbar ist damit die liebevolle Hoffnung verbunden, alle Grünen einfach seltener zu Gesicht zu bekommen, damit man sich dann auch wieder aufeinander freut. Ja, das ist ganz bestimmt der Hintergrund. Vergötterte Fuzzis, wie immer aus gegebenen Anlass, jetzt mein Wort zum Sonntag am Mittwoch. Heute mal zum Thema Parteienverbote. Liebe Fuzzis, eigentlich habe ich heute eher eine Frage an euch. Was ist ein Parteienverbot? Ich meine, wie funktioniert das? Weiß das irgendjemand? Ich weiß das nicht. Klar, Google kann mir etwas darüber erzählen. Zum Beispiel, dass in der Bundesrepublik Deutschland erst zweimal eine Partei verboten wurde. Das geschah in den 50er Jahren und traf meines Wissens eher sehr kleine Parteien. Nämlich eine Nachfolgepartei der NSDAP und die Kommunistische Partei. Und natürlich kann man auf Google auch finden, wer ganz besonders gerne Parteien verboten hat. Ein Umstand, der das Thema für mich sehr beunruhigend macht. Aber was weiß ich schon? Ich habe schließlich nicht die hervorragende Ausbildung einer Sumo Kader. Aber was passiert nach einem Parteienverbot? Müssen dann alle Mitglieder der Partei ins Gefängnis? Oder dürfen die in andere Parteien eintreten? Kommen die auf einen Scheiterhaufen? Und was ist mit den Wählern der verbotenen Partei? Müssen die dann alle die Ampel wählen oder verlieren die ihr Wahlrecht? Wie läuft sowas ab? Nehmen wir zum Beispiel die AfD. Wie kommst du denn jetzt gerade auf die? Ist ja nur ein Beispiel. Also, mal angenommen, die AfD wird in Deutschland verboten. Wen sollen die Wähler dieser Partei dann wählen? Hat sich darüber irgendjemand Gedanken gemacht? Nee. Ich bin nur ein Fuzzi und habe nicht die Lebenserfahrung einer Emilia Fester oder die brachiale Intelligenz einer Annalena Baerbock. Aber selbst mir ist klar, nicht ein einziger dieser Wähler wird nach einem Verbot seine Stimme einer Ampelpartei geben. Wahrscheinlich überhaupt gar keiner Partei, die aktuell im Bundestag ist. Könnte das dann nicht eine Gefahr für unsere Demokratie werden? Also, für die richtige Demokratie, welche die Begründer unseres Grundgesetzes einst im Sinn hatten. Denn was für Parteien sitzen dann plötzlich im Bundestag? Ist denn niemandem klar, dass eine unfassbare Menge an Wählern aus Protest völlig gaga wählen würden? Zum Beispiel die V-Partei, die Partei der Veganer und Vegetarier, die jegliches Fleisch aus Supermärkten verbannen möchte. Oder die Bergpartei, die aus der NATO austreten und den Formationstanz fördern möchte, was ja auch irgendwie unmittelbar zusammenhängt. Außerdem betont die Bergpartei ausdrücklich, dass sie nicht gewählt werden möchte. Oder sollen es in Zukunft die Violetten regieren, die ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, damit wir uns alle hauptsächlich unserer individuellen spirituellen Entwicklung widmen können. Das gefällt Jacqueline. Bitte, liebe Leute, macht euch doch einmal Gedanken über die Konsequenzen eures Handelns, bevor ihr nach Parteienverboten schreit. In diesem Sinne. In nomine Patris et Filii et Spiritus. Jetzt, liebe Fuzzis, eine ganz wichtige Sache. Die Stammfuzzis kennen ja unsere Auktionen auf eBay, wo wir den Titel des Fuzzi-Königs versteigern und diesen unseren Fuzzi-König dann hier eine Plattform anbieten. Und zwar für alles, was er möchte. Also, solange es mit drei Beinen auf dem Grundgesetz steht und Jacqueline nicht erröten lässt. Bevor ich erröte, wird Ricarda Lang Miss Germany. Naja, das hat dieses Jahr ja schon fast geklappt. Ich bin Api und ich bin Miss Germany 24. Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Das Konzept hat sich verändert. Es geht um Frauen, die Verantwortung tragen wollen. Ja, Krieg ist Frieden, links ist rechts. Hässlich ist schön und Männer sind Frauen. Das hat die Ampel in weniger als 3 Jahren geschafft. Stellt euch mal vor, wie das nach 1000 Jahren aussehen würde. Wieso jetzt ausgerechnet 1000 Jahre? Zurück zum Fuzzi-König. Den nächsten König erwählen wir anders. Und zwar... wer bis Freitag, den 26.04. um Mitternacht die höchste Spende schickt, wird hier am 6.05. als Fuzzi-Spendenkönig in einem ausführlichen Interview vorgestellt. Gut wäre, wenn ihr bei eurer Spende eine E-Mail-Adresse hinzufügt, damit Jacqueline euch anschreiben kann. Das kannst du schön alleine machen. Wenn ihr die Fuzzi-Zukunft sichern wollt, unterstützt uns bitte mit Likes, Kommentaren oder indem ihr unsere Videos teilt. Und was das Spenden betrifft, ihr wisst ja, Spenden ist wie Liebe machen. Also das, was Georg Ressel nicht kennt. Am Ende noch ein Angebot speziell an die Fuzzilinchen. Fuzzi hat euch lieb. Ich habe ein schönes Angebot für dich, mein Schatz. Du bist heute ein Glückshase. Weißt du was? Du darfst mich jetzt anfassen und du entscheidest, wo. Musik
Bei 100.000 Followern werde ich eine Woche fasten und nur Fleisch essen.